Und wieder einmal geht es los mit einer weiteren Folge Phasmophobia. Bei mir sind Gina Colada, No Budget Nerd und der Schabernack. Und wir legen los in 3, 2, 1, ab geht's. Ja, jetzt kann ich es euch nochmal sagen. Man sieht nicht, was das ihr winkt. Also ich bin da in der totalen. Aber gut. Herzlich willkommen und moin moin zu einer weiteren Folge. Satisfactory hätte ich fast gesagt. Phasmophobia. Ich hätte fast noch 7 Days to Die getippt. Ja, nee, Satisfactory steckt tiefer in meinen Adern mittlerweile. Aber egal, wir sind jetzt hier in einem völlig anderen Spiel und gegangen, weiß ich weiter, Geister. Also, Zeuge eines Events sollen wir werden. Wir sollen die Bereiche in der Nähe mit Räucherstäbchen reinigen und dreckiges Wasser. Linda Davis ist am Start. Gute Linda. Ja, und damit habt ihr auch mal die Gelegenheit, jetzt Hallo zu sagen. Was haltet ihr davon? Hallo. Hallo. So. Hat die der Kamera? Fieber? Ich Ja. habe die Kamera, Fotokamera. Super. Ja, ich habe Buch und Thermometer. Wir sind im Farmhaus, war das, ne? Ja, Ja. die Kamera mitnehmen, oder? Ja, mach mal. Irgendeiner muss auch Räucherstäbchen mitnehmen und Feuerzeug. Ich Nö, habe das können wir später machen, wenn Thermometer. wir den Raum gefunden haben. Zum Raum EMF habe finden. ich. Zum Raum finden würde ich erstmal so Sachen mitnehmen. Ja. Ich nehme mal noch UV mit, wenn wir zwei Ja, dann. Thermometer jetzt dabei haben. Auf geht's. Jo. Das Haus Das ist ist auch ein so Farmhaus. evil, ey. Oh Gott. Wie schlechte Erfahrungen gemacht. Ja, Jemand super den schlecht. eingesteckt? Wie bitte? Ich hab den. Der Schlüssel war weg, ja. Hat jemand einen EMF-Reader? Ja. Sehr gut. 13, Alter, wie also jetzt schon langweilig. wieder ihren Namen vergessen habe, ne? Irgendwas mit Linda, glaube ich. Jetzt Ist egal. allein. Linda Davis. Wieso geht ihr jetzt Da ist alles auf schon jeden hoch? Fall 2 Minuten Zeit. Also Sehr schnell erstmal. den Raum finden. Eben, einmal durchrushen. Das ist wahrscheinlich wieder oben. Ja, 11. Dann hast du ihn. Dann lass uns Ja. freigehen. Naja, ist egal, es hat sich schon wieder erhöht. Relativiert. Ja. Hier ist es nicht. Okay, hier ist einmal abgeschlossen. Nee, doch nicht. Hintertür ist offen. Das klingt zu falsch. Ja, das klingt nur in deinem dreckigen Kopf falsch, weißt du? Ja, bleibt da nur oben übrig, ne? Unten bin ich, glaube ich, einmal durch. Oben ist schon mal nicht. Oh, 5,1, 4,5, ich hab's. Doch unten. Okay, wo? Hier die Abstellkammer. Wo bist du? Oh. Welche Abstellkammer? Hier, also Rasio oder was? Nee. Hauswirtschaft. 2,7, Jo, 3,7, 2,6. Okay. 2,7. Aber ich kann auch hier platzieren, Doch, oder? wir kommen noch, wir kommen, glaube ich, auf Minus gerade. Also EMF 3. 0,3 Grad. Hier in der Ecke. 0,5 Grad. Okay, ich gehe mal die Ausrüstung tauschen. Ich habe die Kamera Minus platziert. gerade, minus 0,2. Super. Dann tragen wir das doch mal ein. Kamera ist platziert. Ja. Licht ist aus. Ja. Gut, dann gucke ich mal nach Oh. Geisterorbs. Buch direkt Aber. reingeschrieben. Echt? Can't run, can't run. Ich habe meins hingeschmissen und es war sofort beschrieben. Den hast du bei dir schon, den hast du bei dir schon in der. Geisterorb, wir haben's. Ah ne, Echt? stopp. Nein, ist kein Geisterorb. Das waren die Taschenlampen 100 Pro. Nee, das war euer Atem. Okay. Also. Guck mal, guck mal. Da ist Geisterbuch. gerade zwar was durchs Bild geflogen, aber ich glaube, das war kein Orb. So, Geisterbuch haben wir auch, ne? Okay, ich hole mal die Box. Oder hat die schon Jurei jemand oder gebaut? Dämon? Ist Dämon nicht auch hier Ouija-Buch?
Aber das haben wir noch nicht, ne? Das Ouija-Board, das wird oben auf dem Dachboden liegen. Das sollten wir uns vielleicht mal angucken. Und du stellst wieder die Fragen, ja? Ja, das ist meine Fertigkeit nach zwei Fragen wieder komplett down. So wie im Asylum war das, ne? Ja. Alter, okay, Fragen, erfolgreiche Befragung des Ouija-Boards wäre Dämon. Okay. Räucherstäbchen brauchen wir. Ja. Gut. Die müssen wir übrigens Anzünder reinschmeißen in die Hütte, ne? Ja, ja. Ja. Wer macht das? Jemand kann das Feuerzeug nehmen, ich hab die Räucherstäbchen. Ja. Nee, du musst beides haben. Nee, nein, man kann die auch anzünden. Ja. Ah, okay. Gut, Michi, ich hab. Okay, dann lass nach oben gehen. Und wie hieß die Tante nochmal? Linda Davis. Linda Davis. Okay. Okay. Willst du ein Foto machen? Oh ja, hat einer eine Kamera? Habe ich. Ja, ich habe das. Die Sprachbox. Ich hab. Für ein dreckiges Waschbecken. Hier ist noch eine Kamera. Ah ja. Ich hab die Kamera. Dann lass uns uns mal nach dem Ding jetzt gucken, nach dem Waschbecken. Okay, beide Bücher beschrieben. Steht im zweiten. Bist du hier? Mach ich mir jetzt zeigen. Linda Davis, bist du hier? Zipp da meine Notebooks an. Jetzt machst du die Tür auf. Ja, warte, komm her. Michi. Genie, du musst mir mal irgendwo heimleuchten. Halt doch mal still, Alter. Was machst du denn? So. Sauber. Hier hinten geht's noch weiter, Kai. Ja, aber da ist kein Waschbecken. Ich suche nur ein Waschbecken. Alles andere. Linda, bist du. Ach so, hier? Ja, ja. Ich folge dir. Reagiert sie nur auf alleine oder auf Gruppen? Nein, beides. Beides. Nee, da ist noch nichts drin. Wie alt bist du? Ja, schmeiß die Box einfach hin. Ja, seid ihr am Ouija-Board? Bist du hier? Schmeiß die Box einfach auf den Boden. Ja, aber so wird mir doch gleich angezeigt, dass nichts erkannt wird. Ist doch gut. Ja, wenn wir unten wir durch oben gucken. Hallo. Müssen wir wohl. Hallo, hallo. Das Ouija-Board wird oben liegen, mit Sicherheit. Okay. Ist das Licht schon ausgemacht, Leute? Ist das Licht ausgemacht? Nö, haben wir nicht. Okay. Dann müssen wir nach oben. Wir haben noch kein dreckiges Wasser gefunden, oder? Ja, ihr müsst nachher oben. Ja, dreckiges Wasser können wir gleich mal gucken. Gibt's denn ich sehe halt noch nichts. Ach so. Hier ist ihr Vorrat laufen. Ne, das ist die Box. Ne, sauber, alles sauber. Ja, ist. Unten ist nicht mal ein Waschbecken. Hat sie auf die Box reagiert? Ne. Seid ihr jetzt nach oben gegangen? Ich bin gerade draußen und laufe jetzt außen rum zurück. Weil ich mir das Haus einfach mal von außen angucken wollte. Ich hol mir mal kurz andere Ausrüstung noch. Ja. Ist auch gerade mein Plan. So, was können wir denn noch gebrauchen? Warte mal. Was sagt das Geist? Auch nicht. Also Dämon oder was haben wir noch als Alternative? Bitte? Jurai. Oh. Yep. Der hat mich letztes Mal getötet. Wäre aber ein Orb. Haben wir? Bei Jurai wäre es ein Orb. Wäre es ein Orb, ja. Aber haben wir nicht, gemacht. Ne? Also ich habe hier oben kein Ouija-Board gefunden. Ich habe aber mal die Sicherung wieder reingedreht. Da war es ein Orb. Ich glaube, das ist ein Orb, ja. Wo denn? Was, auf der Kamera. Geister Orb. Ein Jurai. Ja? So, ja, das war eins hier noch. Dreckiges Wasser fehlt uns noch. Müssen die Aufgaben noch erfüllen, oder? Ja, ist nur noch dreckiges Wasser. Oh! Er hat ein Event erlebt. Echt? Keine Ahnung. Oh! Fünfer Peak gerade gewesen. Okay. Wer hat die Kameras? Ich. Da liegt eine. Wo liegt eine? Auf dem Boden lag gerade eben eine. Ja. Zumindest vom Reingehen gesehen. Dann marschiere ich mal los. Regiges Wasser, Leute. Auch wenn du einen Knochen findest.
dann fotografieren. Ja. Lass mal hier unten gucken. Ja, hab ich gerade schon. Da war kein Wasser. Hier ist auch noch irgendwo eine Küche. Oh shit. Was? Ich hab meine Kamera, meine Taschenlampe weggeworfen. Ne, leg. Man sieht auch nicht, was man gerade in der Hand hat, ey. Das ist ein bisschen ätzend. Hä? Ich hatte einen Kruzifix mitgenommen. Sie jagt. Hast du das vielleicht auch weggeworfen? Sie hat gejagt. Ja, die Lichter gehen an und aus. Sie hat gejagt oder sie jagt? Ich glaube, sie hat mir meinen Kruzifix abgenommen. Alles klar. Tür ist zu. Ja, sie hat mich eingesperrt. Blöde Fotze. Ich versteck mich im Schrank. Tür ist abgeschlossen. Ja. Wir kommen nicht mehr rein. Ich guck mal oben auf die Kamera. 10. Ja, 10 HP. Tür verstecken. Tut euch eine Ecke. Genau, und oha, versteckt euch. In dem Raum ist richtig Bambule. Was oh ja, ist das? Das ist richtig Partystimmung. Ich glaube, ich habe sie gerade gesehen, aber... Im ganzen Haus ist hier Partystimmung. Ja, ja. Immer noch auf 10. Ja, ja. Jetzt ist Ruhe. Ah, jetzt. Gut. Dann haben wir das garantiert... Sehr schön irgendwo versteckt, oder was? Jo. Ach, ihr beide wart wieder hier im Van, oder was? Nee, wir sind gerade raus. Da sind ich war Türen auf der Treppe, da hat sie angefangen zu jagen. Ich war im Haus mit drin, Mann. Ja, ich auch. Ich wollte jetzt hinten zum Waschbecken, deswegen habe ich die Tür stehen zugemacht und mich in die Ecke gehockt. Naja, ich habe mir halt gedacht... Aber jetzt konnten wir direkt ins Wasser finden. Ja. Aber ich habe mich in den Schrank gepasst. Scheiße. Und dann habe ich irgendwo Schritte gehört, oder... Aber jetzt dürfen wir dreckiges Wasser finden. Wer hat denn alles Kameras? Ich habe Kamera. Was habe ich denn hier in der Hand? Ich habe Zahnpasta in der Hand. Jetzt hat sie geklaut! Ja, dann hast du sie eben aufgehoben. Wenigstens frischer Atem. Kann wohl nicht wahr sein. Oder hat mir die Blöde, Die wollte ich holen, dann hat sie es gerochen und ach nee, komm. Ja, ja. Linda Davis. Linda Davis denkt, ich habe Mundgeruch und deswegen. Hat die Zahnpasta für das Kruzifix gegeben. Ein Geschenk für euch! Du musst sie ja jetzt nicht reizen. Was hast du da gefunden? Was war das? Oh, sie jagt. Ja. 10. Aber sie jagt nicht hier draußen. Ich höre sie. Okay. Ich höre sie. Versteck dich. Vielleicht. Oh, ich habe mal gesehen, dass es wohl eine Voodoo-Puppe gibt. Ich glaube, das ist die. Das hier draußen spielt auf jeden Fall alles verrückt. Ja, aber... Linda Davis. Good bitch. Könnt ihr mir sagen... Willst du deine Puppe wieder haben? Ich höre Schritte. Ist immer noch auf 10. Jetzt hat's aufgehört. 0. Das ist übel da oben, wenn man allein ist, ne? Ja. Der Sicherungskasten ist übrigens oben auf dem Dachboden. Wo ist denn die zweite Kamera? Weiß ich nicht. Ich hab eine. Genie, hast du auch eine? Nee, ich hab keine. Haben wir nur eine mitgenommen? Nee, Markus hat eine und Michi. Aber ich hab noch nichts gefunden. Nee, ich auch nicht. Das taucht auch nicht immer auf. Nur weil es eine Aufgabe ist, muss es nicht kommen. Das wäre auch Quatsch. Gut, aber die ist schon ganz schön fischig. Oh, sie jagt wieder. Geht schon wieder los. Wie ist die Aktivität? Ich sehe gerade nichts, ich bin gerade außen. Ist gerade einer drin. Auch. Geh, ich gehe. Okay, ich gehe raus. In die Tür ist zu. Die hat sie mir gerade vor der Nase zugeschlagen. Die Haustür ist noch auf. Haustür ist auf. Ich will noch springen. Ja, das ist kann man hier auch nicht. 5. Geht fällt wieder runter. Ja, aber warum den Erfolg aufs Spiel setzen? Linda Davis, fick dich.
Echt, ey. Was ist denn für eine? Jetzt mal ohne Quatsch. Ja, sie ist schon bitchy. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, die hat es ein bisschen auf mich abgesehen. Ja, ich bin auf 21 runter. Michi auf 19. Die ist irgendwie so ein bisschen fischig, ne? Ja. Irgendwer im Haus? Nö. Wie hieß die? Linda Davis. Linda Davis. Linda Davis. Genie, willst du vielleicht die Kamera mitnehmen, dass du sie fotografieren kannst? Nee, ich stehe nur in der Tür. Ach so. Kommt alle hier rein, dann ganz nach oben und Boah, selbst hier unten sind Gefriertemperaturen, ne? Licht hat geflackert gerade. Wie, haben wir Gefriertemperaturen? Hier unten. Das ist aber schlecht. Ich habe hier unten eine Eisatem. Dann sollten wir vielleicht nicht hier unten rumlaufen. Ich nicht. Oh. Ah, scheiße. Die Tür ist zu. Gene und ich sind wieder drinnen, ne? So. Die Tür hinten ist gerade vor meiner Nase zu. Ich stand zum Glück gerade noch in der Tür. Euch. Ich war clever genug, draußen zu bleiben. Ich höre Schritte. Und ich habe natürlich die Kamera. Scheiße. Ja, aber da war eben noch einer mit Kamera. Ich glaube, Michi war's. Ich guck durch die Scheibe. Ist das geil. Du musst das Licht ausmachen, ne? Nur mal so, by the way. Okay, da hinten ist Licht. Was du das? Die sind noch am Jagen, blöde Kuh. Nee, hört auf zu flackern. Stimmt. Die Jurais sind aber auch derbe aggressiv, ne? Ja. Das steht auch drin. Na komm, hauen wir ab. Ja. Ich will ihn sehen. Kommt jetzt alle mit rein hier. Kommt sofort mit rein. Habt ihr alle eingeloggt? Ja. Ihr Muschis. Jo, hab ich. Sagt der Typ mit 8% Sanity. Michi auch eingeloggt? Ja. Was bist du jetzt so easy? Okay. Ich bin scheiß Geister sehen. Siehst du, der Geist ist jetzt ganz fuchsig, weil wir jetzt abgehauen sind. Ja, und? Ja. Ist mir egal. Ich hab Geld verdient. Also wenig. Weil wir ja keine Fotos gemacht haben, groß. Ja. Level 8. Level 6. Level 14. Schön. Und wieder haben wir einen Geist gefunden. Super geil. Das lief zwei gesehen. Runden in Folge tatsächlich gut. Wir haben ihn nicht gesehen. Ja, gut, meine Fresse. Aber wir haben unser Bestes gegeben. Aber doch ganz viel Stuff dabei, muss man ja ganz ehrlich sagen. Ja, tatsächlich, die sind ziemlich gut ausgerüstet. Als sie uns gerade versteckt haben in der Ecke, das war jetzt nicht so doll. Ja, es war schon cool. Nee. Ich bin froh, dass ihr mich nicht geopfert habt diesmal. Ja, wir können das ja auch jedes Jahr mal machen. Gut, ihr Leute, ich danke euch auf jeden Fall fürs Zugucken. Ist wieder so eine kurze Folge, 18 Minuten, ist ja unglaublich. Und, naja. Vielleicht kannst du auch zu einer Folge zusammenschneiden. Nee, das finde ich doof. Ne, wir machen immer schön Einzelfolgen. Leute, ich danke euch fürs Zugucken. Bleibt gesund, macht keinen Scheiß. Und Zeit für die Verabschiedung der Welt sonst. Macht's gut. In die Kommentare schreiben, Leute. Bye, bye. Ciao.